Ja, hallo liebe Action-Fans, da sind wir wieder, Just Cause 3. Die letzte Mission erfolgreich erledigt, da ich dann aufgehört habe, schickt er mich ja immer in die Basis quasi zurück. Ich muss jetzt aber meinen Kumpel finden, wo auch immer der sein mag. Wir treffen ihn vor der Stadt und ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Rebellenabwurf könnte ich mir natürlich was bringen lassen. Oh, das wäre ganz schick vielleicht. So eine Automatik. Spezial. Da muss ich zielen. Das hat bisher noch nicht geklappt mit dem Zielen. Ich habe das mal nachguckt. Maus 3 ist eigentlich mein Mausrad, aber das hat nicht funktioniert. War gar nicht frei. Irgendein Auto fürs Gelände. Ah, nö. Sportwagen. Sportwagen klingt immer gut. Okay, da habe ich jetzt den. Windhund. Gut. Nee, fordere ich jetzt nicht an. So. Okay. Statistik habe ich mir auch noch nie angeguckt. 4% habe ich schon geschafft. Na, ist ja super. So, in der Karte. Ja, ich würde natürlich ganz gerne jetzt wissen, wo mein Kumpel ist. Da ist aber noch Fragezeichen. Die Fragezeichen habe ich auch noch nicht erkundet, weil ich noch nicht genau weiß, was die sein sollen. Was ist das? Nee, das ist ja nur die Garage. Wo treffe ich jetzt meinen Kumpel? Also das finde ich immer noch ein bisschen schwierig hier. Da habe ich irgendwelche Sternchen. Ah, gut. Da gibt es vielleicht irgendwas noch. Gut, das ist aber alles vor der Stadt. Ja, das ist ja bei mir irgendwo, wäre das ja hier. Das ist doch die Stadt, oder nicht? Machen wir mal nochmal einen kleinen Ausflug dahin. Oh, ihr dürft mir wieder beim Autofahren zusehen. Das ist schön. Da habt ihr was zu lachen. Vielleicht werde ich euch auch... Ja, in Zukunft die Autofahrten ersparen. Weil, wie man sieht, sie werden nicht besser. Naja, ein bisschen vielleicht. Bisschen bremsen geht. Ich glaube, ich habe meinen Kopfhörer wieder zu laut, so dass das wahrscheinlich wieder übertragen wird. Ah. So, da sind wir nett. Überholen langsam und brav. Ich habe das gerade geschafft, bisher ohne Unfall. Und schon war der erste Unfall, aber es geht. 18 Meter. Ach, längster Drift. Ja, dann. So, jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo ich meinen Kollegen hier finde, ne? So. Den Wagen lassen wir mal hier stehen. Komm doch mal zum Essen vorbei. Meine Mutter macht die besten Spaghetti. Die musst du probieren. Zumal die auch. Nein, da wollte ich nicht hin. Wir haben erfahren, dass eine Limousine einen von Diravellos Spitzeln abholen soll. Klau sie und übernimm den Job, indem du dich als Fahrer ausgibst. Okay. Wo ist der Wagen? Warum kann ich jetzt da zum Beispiel nicht... Ah, zu weit weg anscheinend. Aber das kann ja nicht zu weit weg sein.
So, wo ist denn jetzt der komische Wagen hier? Entführen. Das war knapp, aber Punktlandung würde ich mal sagen. Treppen hochlaufen will gelernt sein. So, ich habe immer noch keine Ahnung. Maniatur. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mich da einfach mal dran klatschen kann. Ja, eigentlich wollte ich mich da dranhängen an den Wagen. Ich leg mich doch nicht mit einem Bewaffneten. Sehr gut. Hol jetzt den Informanten ab. Kein Gefecht. Sonst verrätst du dich. Wie soll ich denn mit der Schüssel hier wenden, bitte? Hier kann man nicht mal mit einem normalen Wagen ordentlich lang, wenn ich den in Einzelteilen da abliefere. So, fahren wir ganz gemütlich und langsam da mal hin. Wo muss ich denn lang? Wo ist mein Informant? Abholen, da. Boah, ist das eine Schüssel hier, ne? So. Der Wagen haut ab. Hallo. Hallo. So, okay, die kommt uns hinterher. Das ist schön. Hör jetzt gut zu. Das Militär darf nicht wissen, dass wir seine Informanten kennen. Wir müssen sie ausschalten, aber es muss wie ein Unfall aussehen. Täusch einen Unfall vor, aber spring im letzten Moment. Können wir Leute nicht einmal pünktlich sein? Hätten sie einen anderen Job, würden sie dafür gefeuert. Lotst die mich jetzt hier an den speziellen Ort? Bin ich mal gespannt. Ich war jetzt extra ein bisschen vorsichtiger hier. Oder ist das... Ist das mein Garagenpunkt? Nicht schlecht, Rico. Ich werde dir mal was sagen. Ich sehe für dich eine Zukunft im Spionagegeschäft. Säuft ihr da jetzt ab? Die kommt da nicht raus? Das war jetzt wenig spektakulär, ne? Naja, das hat anscheinend gereicht. Ja, ich wollte es eigentlich spektakulärer. Dachte, hier geht's runter, da war aber nur das Meer. Gut. Haben wir anscheinend auch hingekriegt. Die ist aus Versehen ins Wasser gefahren. Hoppla. Ja, Depp. So. Und jetzt? Das haben wir ja hingekriegt. Was ist das? Ja, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Was ist das? Ich hätte ganz gern eine neue Quest irgendwie. Na, hopp, hoch mit dir. Das klappt ja super.
So, ich weiß aber immer noch nicht, wo wir hin müssen. Also das nervt mich schon ein bisschen bei dem Spiel. Dass ich so gar nicht weiß, wo ich von A nach B komme. Ich verschaffe mir immer ganz gern so hier oben einen Überblick. Ja. Ist das die nächste Stadt, die wir einnehmen müssen? Statistik. Ich gucke mir nochmal Mission und Herausforderung an. 3 von 9 Missionen in Akt 1 abgeschlossen. Herausforderung, bla bla bla. Ja, was ist denn aber meine nächste Mission? Irgendwie habe ich auch keine einzelnen Missionspunkte hier. Wo ich sage, das muss ich als nächstes tun. Oder ist nur das Rote hier der nächste Missionspunkt? Aber ich sehe, dass da vorne irgend so ein komisches Fragezeichen ist. Da gehen wir mal hin. So. Gucken wir mal, was wir da finden. So. Tag 1. Mein psychiatrischer Gutachter wollte mir keine gesundheitliche Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen. Ich habe ihm erklärt, dass es mir nicht an moralischer Verantwortung mangelt. Ich bin lediglich mit seiner Moralität bzw. Mortalität nicht einverstanden. So beginnt meine militärische Laufbahn. Das Schachbrett steht bereit und lockt mit der Aussicht auf den ultimativen Sieg. So, so. Das war jetzt das Fragezeichen. Okay, das haben wir scheinbar abgefarmt. Ja, hier ist doch aber alles jetzt im grünen Bereich. Ja, bis auf diese komischen Flug-irgendwas, das mache ich vielleicht mal offline oder so. Ich bin ja, das ist ja, ne, für euch nicht zumutbar. Ja. Ist das denn noch Akt 1? Ist das noch Akt 2? Das war meine Katze, die darüber gestolpert ist. Eher gesagt, runtergesprungen vom Tisch. Das ist nur wieder die nächste Stadt. Hier gibt es nichts mehr, was ich befreien machen kann. Aber wo treffe ich jetzt meinen Kollegen? Das will ich nicht. Mods. Glaskanal will ich auch nicht. Bestenliste. Ah, uninteressant. Achso, spiele Herausforderungen um einen Zahnräder. Blablabla. Ah, okay. Die Suche, die Kategorien, um zu sehen, welche Herausforderung. Denkt daran, Herausforderungen zu spielen, um Zahnräder zu verdienen. Muss ich das machen? Ich weiß es nicht. Chaos-Scores hört sich schon mal gut an. Sind die online? Also sind das reale oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin nicht auf Platz 9. Da gibt es wahrscheinlich 1 Milliarde andere, die besser sind. Also von daher. Ich glaube nicht, dass die echt online sind. Tja. Ich weiß aber immer noch nicht wirklich, wo ich hin muss. Da gibt es ein Zahnrad. Da will ich aber so gar nicht gerade hin. So. Sonst habe ich hier aber nichts. Hä, ja, das ist doch Käse, ist das doch. So. Ich weiß immer noch nicht, woran er das festmacht, wann ich so ein Teil hier irgendwie anhucken kann. Aber egal. Tja. Na, so weit oben war ich gar nicht. So, mittlerweile kommt man ja schneller vorwärts.
So. Verschaffen wir uns hier nochmal einen Überblick. Ibus Igel. Fliegen wir mal durch die Gegend. Ich weiß, das ist jetzt missionstechnisch gerade noch nicht so. Das, was ihr so sehen wollt. Gibt es eigentlich eine Höhenbegrenzung? Weiß das einer zufällig? Schreibt es mal in die Kommentare. So, jetzt gucken wir nochmal nach, wo wir uns jetzt wieder hier befinden. Tja, ich bin mir. Es ist aber nur der erste Bereich. Ich gehe gleich nochmal zu. Ich fliege das nächste Fragezeichen einfach an. So. Weil darüber, da weiß ich nichts, was ich tue. So, mit Steuerung kam ich wieder runter. So, ja, ja. Na. Uah! Ich wollte gerade sagen, butterweich gelandet und dann, hat er noch mal kurz zurückgesetzt. Was haben wir denn hier? 7 Meter. Naja, passt doch. Aha. Einen Schrein für eines von Diravellos Opfern. Ruhe in Frieden. Mhm. Das sind anscheinend so kleine Mini-Elemente, die man noch machen kann. Kann ich den Traktor fahren? Das Ding ist doch awesome. Natürlich kann ich den fahren. Geil. Das ist mein Fahrzeug. Das kann man in Ruhe lenken. Ja. Ja, das ist gut. Außerdem ist das Ding cool. Oh, das ist schön. Das gefällt mir. Traktor fahren. Yay. So, Traktor von ist super. Rennen die zu mir? Oh oh. Irgendwie. Verpisse ich mich da mal kurz. Ich habe jetzt gar keinen Bock hier auf eine Prügelei. Was ist da hinten? Kann man was kaputt machen. Das ist hier gar nicht eingezeichnet. Ich habe ja letztens durch Zufall mal die Karte so ein bisschen hier, ne? Ich fand das ja schön. Ich dachte, es geht hier nur darum. Dachte, naja, das ist ja überschaubar. Und dann habe ich rausgescrollt. Ja, nett, was man hier noch so alles tun kann. Alles nette kleine Bereiche und Ortschaften. Also, das wird ein sehr langes Let's Play. Macht euch mal auf so ein, zwei Jahre gefasst. So, ich weiß aber immer noch nicht vor der Stadt, wo ich meinen Kumpel treffe. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal einen Wegpunkt hinsetzen. Und dahin fliegen. Ah.
Ah, okay. Da machen wir mal einen Actionflug knapp über die Baumwipfel. Ich werde wahrscheinlich in den Bäumen landen. Oh, das geht doch ganz gut. Das Ding haben wir schon platt gemacht. Und sanft runter. Was bei mir halt immer so sanft. Ja. So, mal gucken, ob wir jetzt sauber landen können. Das war doch gar nicht so schlecht. So. Hier war doch irgendwo was zu tun. Also quasi da. Wo ist denn da was? Muss ich diesem Summen folgen? Ah, da ist wieder so ein Schrein. Okay. Medici dankt dir für dein Opfer. Gut, gut. Auch das erledigt. Leuchtturmexplosion klingt ja auch schön, ne? So. Wir machen ein paar Fragezeichen. Wo ist denn da noch eins? Da haben wir keins. Ja, also so wie es aussieht, ist das ja jetzt alles blau hier und deswegen ist der ganze Bereich befreit und alle Aufgaben erledigt. Sehe ich das richtig? Macht Sinn. Fragezeichen haben wir auch erledigt. Eigentlich müssten wir da jetzt auch nicht loslegen. Aber da die Folge noch so ein paar Minuten, 5 Minuten dauern wird, werde ich vielleicht doch mal versuchen, hier mit dem Flug, da könnte ich auch fliegen, das ist ja direkt um die Ecke, da mal so eine Errungenschaft freizuschalten. Ja, das machen wir mal. Nee, wo ist denn... Da ist ein Wegpunkt. Das ist... Ach so. Na, gehen wir mal runter. Uah. Wie immer ein bisschen wackelig. Na, butterweich. So langsam wird's doch. Ich mache jetzt mal so ein Flugdings hier. Höhlentour. Höhlentour klingt nicht gut. So, Herausforderung starten. Okay. Wingsuit-Kurs. So, bla 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 bla. Ja, sammeln noch 13. Gut. Ah, habe ich doch gesagt, will ich. Achso, Leerzeichen starten. Ich bin mal gespannt. So. So, das klappt ja schon mal ganz gut. Da bin ich dran vorbei. Autsch! Ah, holla die Waldfee. Okay.
Null. Ah, nee, doch. Immerhin 3600. Das gab nicht mal einen... Das war ja schwach, ne? Ich merke schon... Wird. Ich wiederhole das nochmal. Man muss echt aufpassen, dass man nicht überdreht dabei, ne? Und dann in Rückenlage gerät und dann eben doch aufs Gebäude kracht. Na, kommt schon. So. Das wird wahrscheinlich immer noch kein Zahnrad geben. Ein Versuch starte ich noch. So. Letzter Versuch für heute. Die Ladezeiten nerven schon ein wenig. Muss ich ja mal so sagen. So. So.